Hallo meine Lieben, ich bin's euer Thomas, aka Sparkoyote. Heute geht's in diesem Video um meine tägliche Arbeitsroutine in der Selbstständigkeit und wie sich das Ganze entwickelt hat über die letzten paar Wochen. Und bevor wir aber mit dem ganzen Thema beginnen, möchte ich erwähnen, etwa 60% von euch, meine Lieben, sind noch keine Abonnenten. Ich würde mich also super freuen, wenn ihr hier unten den Abo-Button drückt, damit ihr keine Videos mehr verpassen würdet. Und ich mache Videos über Business, Minimalismus, Aktien und allgemein Investments. Das heißt, wenn euch eines dieser Themen gefällt, gerne abonnieren. Und fangen wir jetzt direkt mit dem Thema an. Also wie ist jetzt meine Routine in der Selbstständigkeit, also Tages- oder Arbeitsroutine. Wie stellt sich das so dar oder wann sind meine Wochenenden? Und das möchte ich alles so ein bisschen in dem Video erklären, so wie ich das handhabe. Also so die erste Woche, sage ich jetzt mal, ging es drunter und drüber. Da musste ich so ein bisschen in den Tagesrhythmus reinkommen und da war es dann tatsächlich auch so, dass ich da ausprobiert habe, wann arbeite ich gerne, wann arbeite ich lieber. Und mir ist einfach aufgefallen, dass ich vormittags nicht gerne arbeite. Ich mache es ab und zu, vor allem wenn ich viel vorhabe an einem Tag. Aber grundsätzlich fange ich erst meistens nach dem Mittagessen oder kurz vor dem Mittagessen an, also so gegen 11 und 12 Uhr. Und das hat sich so für mich so ein bisschen auch eingebürgert oder eingelebt. Das heißt im Prinzip, meistens fange ich erst um 11 Uhr an zu arbeiten und arbeite dann entsprechend auch noch bis in den Nachmittag hinein. Hab dann im Prinzip meinen Feierabend und das ist immer so unterschiedlich zwischen 4 Uhr, ab und zu auch 6 Uhr. Das heißt, da bin ich relativ flexibel. Hab dann meinen Feierabend, esse zu Abend, mache irgendwas, zum Beispiel mit meiner Freundin oder sonstig mit Freunden und so weiter. Und dann später gegen abends, wenn ich dann noch Lust habe und zu Hause bin, dann arbeite ich weiter und arbeite ab und zu bis um 1 Uhr morgens. Also zum Beispiel von 10 Uhr abends oder 11 Uhr abends bis 1 Uhr oder 2 Uhr morgens. Hab dann noch so 2, 3 oder eben 4 Stunden reingepackt und gehe dann schlafen, um dann wieder so zwischen 8 bis 10 Uhr morgens, ohne Wecker übrigens, ja, aufzustehen. Also grundsätzlich, ich stehe jetzt, ich habe das so gemerkt, ein bis zwei Mal in der Woche muss ich mit einem Wecker aufstehen, weil ich irgendwas vorhabe, das zeitkritisch ist. Da muss ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Termin entsprechend erscheinen. Aber grundsätzlich stehe ich einfach ohne Wecker auf und stehe einfach auf, wenn ich nicht mehr müde bin. Und das hat sich so relativ gut schon eingebürgert und was ich so ein bisschen noch die Problematik sehe oder auch allgemein noch ein bisschen die Probleme habe, ist, dass ich ab und zu nicht zu wenig arbeite, sondern eher auch ein bisschen ab und zu viel arbeite. Das bedeutet, dass ich dann Dinge außen vor lasse und dann lieber noch ein bisschen arbeite und ich muss mich da so ein bisschen einfach auch bremsen, dass da andere Lebensbereiche nicht auf der Strecke hängen bleiben sozusagen. Das heißt, ich muss mich da eher ein bisschen bremsen, weil ich habe da nicht einfach das normale 9-to-5 und wenn man zu Hause ist, ist fertig, sondern ich muss da einfach so ein bisschen die Balance finden und darum habe ich ja auch hier auf meinem App schlussendlich, das nennt sich Forest, kann man entsprechend seine Arbeitszeit tracken und heute habe ich tatsächlich noch gar nicht so viel gearbeitet und ich habe sogar vergessen tatsächlich dieses Video hier im Prinzip aufzuschreiben, weil es ist natürlich klar, es ist ein Hobby, aber trotzdem zählt für mich dieses Hobby natürlich schon auch als gewisse Form von Arbeit und ich müsste jetzt hier eigentlich den Baum pflanzen. Ich mache jetzt einfach mal 30 Minuten, dann sieht man das so hier und dann ist im Prinzip das Handy gesperrt in dem Sinn und ich kann mit meinem Handy dann auch nicht irgendwo rausgehen, weil wenn ich jetzt rausgehen würde, würde es die Arbeitszeit abbrechen und ich müsste das von neu machen und das möchte ich ja nicht. Das heißt, der Timer läuft hier jetzt ab, weil ich auf 30 Minuten gesetzt habe. Das heißt, ich muss jetzt 30 Minuten Minimum konzentriert arbeiten, sprich zum Beispiel jetzt in diesem Fall Videos aufnehmen, Videos schneiden oder Produkte listen, am Webshop arbeiten, Produkte, sag ich jetzt mal, fürs Warenlager akquirieren und so weiter. Und das ist dann für mich Arbeitszeit effektiv. Natürlich so Social Media Dinge oder Dinge, die ich am Handy dann machen muss, kann ich nicht als Arbeitszeit berechnen, aber das ist so für mich ein kleiner Puffer, das ist für mich kein Problem. Da weiß ich etwa ungefähr, wie viel Zeit ich dafür aufwende und ja, grundsätzlich finde ich es als extrem wichtig, in meinem persönlichen Fall einfach meine Arbeitszeit zu tracken. Es macht mir auch Spaß. Es ist ja so ein bisschen Gamification hier mit diesem App. Und das hat sich bei mir bisher gut bewährt. Und ich sehe dann halt auch effektiv, hey, ich habe letzte Woche insgesamt wirklich fokussiert 40 Stunden gearbeitet. Und das ist tatsächlich auch vielleicht noch ein kleiner Unterschied.
Die meisten, die ja wohl arbeiten, kennen es. Man hat immer irgendwie Downtime oder man redet mit jemandem im Geschäft oder sonst irgendwas. Und es ist ja im Prinzip, es wird nicht von der Arbeitszeit abgezogen. Und hier ist es jetzt speziell, wenn ich den Timer starte, dann bin ich wirklich fokussiert. Diese Zeit, die dann abläuft, dort arbeite ich dann wirklich fokussiert an dem einen Task, den ich mir vorgenommen habe. Und da kommt mir auch dann nichts dazwischen, weil das schaue ich dann auch, dass die mich niemand stören kann oder ich nicht gestört werde. Und das heißt dann auch entsprechend, dass es wirklich effektive Arbeitszeit und nicht nur Aufenthaltszeit. Das heißt, man sagt ja auch grob, kann man auch oft, sehr oft lesen, dass man in einem Job, bei dem man 100% arbeitet, ist man wirklich in Wirklichkeit vielleicht nur 80% der Zeit produktiv und in den restlichen 20% ist man abgelenkt oder sonstig irgendwas. Und hier in diesem Fall ist die Arbeitszeit effektiv nur die Arbeitszeit, weil in der Zeit, in der ich abgelenkt bin, läuft der Timer nicht oder ich würde ihn stoppen oder was auch immer. Und das ist auch noch so ein kleiner Zusatzeffekt, der mir dann auch so ein bisschen zeigt, dass das wirklich nur produktive Arbeitszeit ist, die hier getrackt wird, und so habe ich dann halt auch den Überblick. Und das ist wirklich, das kann ich jedem raten, einfach mal das auszuprobieren, vor allem mal, wenn er selbstständig arbeitet oder selbstständig arbeiten kann. Und es kann meiner Meinung nach wirklich die Produktivität fördern, je nach Person. Und bei mir klappt das ziemlich gut. Also grundsätzlich kann man sagen, meine Routine hat sich eingespielt zwischen 8 bis 10 Uhr aufstehen, so in dem Bereich, von ganz alleine aufstehen, ohne Wecker grundsätzlich, wenn keine Termine anstehen, den Morgen genießen, meine Morgenroutine machen. Ab und zu fange ich dann direkt an zu arbeiten, oftmals aber auch einfach so ein bisschen den Tag starten, indem ich irgendwas mache, das mir Spaß macht. Dann esse ich meistens oder kurz vorm Essen fange ich an zu arbeiten, dann gibt es schon eine kleine Pause, ja, das Mittagessen, und dann geht's weiter in den Arbeitstag. Dann habe ich, sag ich jetzt mal, bis im Nachmittag habe ich je nachdem zwischen 3 bis 5 Stunden dann wirklich gearbeitet, fokussiert. Und das kann eben am Shop sein, am Blog, am YouTube-Kanal und so weiter. Und gleichzeitig dann, oder nicht gleichzeitig, sondern danach, sag ich mal, eben so im Nachmittag, so dann, wann die meisten Büro-Jobs oder Office-Jobs dann den Feierabend haben, mache ich auch so den Feierabend, mache dann irgendwas mit Freunden oder mit Familie oder mit meiner Freundin und so weiter. Dann gibt's Abendessen und dann danach meistens fange ich nochmal an zu arbeiten, und das ist wirklich sehr flexibel, da tausche ich hin und her, ich habe da einfach meine Zeitblöcke, aber grundsätzlich kann man sagen, Mittagszeit bis Nachmittag arbeite ich meistens und dann danach habe ich verschiedene Zeitblöcke, die ich dann umverteilen kann. Also es gab auch mal Tage, da habe ich dann extrem früh schon gestartet, am Morgen wollte da einfach praktisch die ganze Arbeit bis Mittagszeit gehabt haben und dann den ganzen Tag frei haben, und so habe ich mir das dann auch ein bisschen eingeteilt, und da bin ich dann super flexibel und kann dann entscheiden, wie es dann entsprechend in meinen Terminkalender passt. So, aber was mache ich mit den Wochenenden? Wann habe ich frei? Wann mache ich den ganzen Tag einfach Pause und so weiter? Das ist tatsächlich so, und das ist wahrscheinlich bei den meisten, die erst selbstständig werden oder erst ein Unternehmen gründen, Vollzeit natürlich, dass die einfach irgendwie nie einen Tag haben, an dem sie nichts machen, weil die Motivation einfach krass da ist. Und das habe ich auch so ein bisschen bei mir gespürt. Es gibt selten einen Tag, an dem ich gar nichts mit meinem Blog, mit meinem YouTube-Kanal oder mit meinem Webshop mache. Es ist tatsächlich so, dass ich praktisch jeden Tag, auch wenn es vielleicht nur eine Stunde ist, dass ich da einfach reinschauen muss, weil es mir einfach Spaß macht. Und vielleicht legt sich ja dann das mit der Zeit, vielleicht legt sich das auch nie. Das muss ich mal schauen, ausprobieren, weil im Moment ist ja noch alles relativ frisch und neu. Ich bin ja erst seit einigen Wochen selbstständig, aber natürlich, das zeigt mir natürlich auch, ich mache das richtig, weil ich bin richtig motiviert, ich freue mich jeweils immer auf den nächsten Tag. Und was vielleicht auch noch speziell ist, ich merke gar nicht mehr, was für Wochentage gerade sind, und der Sonntag nervt mich am meisten, weil dort das oder die meisten Geschäfte zu sind oder ich nicht alles machen kann, weil halt Sonntag ist und nur entsprechend Restaurants oder solche Unterhaltungsetablissements wie das Kino offen sind und ich nicht irgendwie einen Einkauf erledigen kann, den ich gerade müsste und so weiter. Und das ist dann auch noch eine andere Geschichte. Also mein Tagesrhythmus ist wirklich jetzt, ich schaue auf meinen Rhythmus und das ziehe ich dann durch im Prinzip zu 80-90% der Zeit, und das gefällt mir natürlich auch ein bisschen, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, man muss auch die Disziplin haben, und das haben mir auch schon einige Freunde und Bekannte auch gesagt, hey, das ist super cool, dass du da auch die Disziplin hast, dann das durchzuziehen, weil sie selber dann vielleicht auch immer so ein bisschen denken, hey, ich würde dann einfach den ganzen Tag gar nichts machen oder nur rumhocken an der Playsee oder was auch immer, und das ist dann halt auch so ein bisschen speziell.
Und das hat mir das auch so ein bisschen gezeigt, als ich dann auch mit Freunden und Bekannten darüber geredet habe. Grundsätzlich, man kann sagen, es läuft relativ gut. Ich finde mich mit meiner Tagesroutine, es geht vielleicht noch ein paar Wochen oder ein, zwei Monate und dann habe ich eine wirklich gute Routine drin. Kann vielleicht nochmal ein Update-Video geben, wie ich das jetzt mittlerweile wirklich im Blut dann auch habe und ob sich das dann auch eingependelt habe, ob ich dann wirklich sozusagen ein Wochenende habe, wo ich ein oder zwei Tage wirklich gar nichts mit dem Business zu tun habe, mit dem Blog und YouTube und auch eben so ein bisschen eine neue oder eine bessere Sicht, weil sich alles schon ein bisschen mehr eingearbeitet hat, euch zeigen kann. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Mich würde so ein bisschen interessieren, wie deine Tagesroutine ist. Besonders wenn du auch selbstständig bist, würde mich das extrem interessieren, weil es mir einfach auch Spaß macht, so ein bisschen zu vergleichen und zu schauen, hey, der macht das ja so, ich könnte es ja mal auch ausprobieren, vielleicht gefällt mir das ja auch, vielleicht werde ich dadurch produktiver, vielleicht habe ich dadurch mehr Spaß, was auch immer. Und ich sehe das von anderen Leuten immer auch sehr gerne, also gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, wie schon erwähnt, 60% von euch, also wahrscheinlich auch du bist noch kein Abonnent, also bitte, wenn dir das Video gefallen hat und du keine Videos mehr verpassen möchtest, hier unten den Abo-Button drücken. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschö, Leute.